Hi, mein Name ist Annika und ich bin 20 und ich studiere Medienkultur in Weimar. Aber ursprünglich komme ich aus Aue und während meiner Zeit dort war ich auch recht aktiv in der Kirche und darüber habe ich auch die Elke Seekamp-Weiß und ihren Mann, den Raphael Weiß, kennengelernt. Und die Elke hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr ein Video zu machen über den Kirchenvorstand. Und da im September die neuen Wahlen zum Kirchenvorstand sind, soll das Video auch euch informieren, was ihr denn beachten müsst, wenn ihr euch zur Wahl aufstellen lassen wollt und genau, was dann danach so passiert. Zu der Kirchgemeinde und damit auch zur Verwaltung des Kirchenvorstands gehören die Kirche in Lößnitz, die Kirche in Affalter und die Kirche in Alberoda. Jede Gemeinde oder jeder Ort hat damit nochmal seinen eigenen Ortsausschuss und das macht damit drei Ortsausschüsse, einen Finanzausschuss, einen Bauausschuss, einen Gemeindeaufbauausschuss und einen Friedhofsausschuss. Jedes KV-Mitglied sollte dann in einem dieser Ausschüsse sein, damit sie dann in der KV-Sitzung allen anderen Bericht erstatten können. Die Ausschüsse treffen sich nochmal extra 2 bis 4 Mal im Jahr. Außerdem durfte ich zu einer KV-Sitzung kurz mit vorbeikommen und die Mitglieder kennenlernen. Das sind aktuell 12 Stück plus die beiden Pfarrer. Und die treffen sich einmal im Monat und besprechen da aktuelle Anliegen. Und genau, 2 von denen durfte ich auch ein paar Fragen stellen. Gefällt Ihnen denn am KV? Also warum gehen Sie gerne zur Sitzung? Ist richtig, ich bin schon einige Legislaturen im KV mit dabei. Sicherlich ist das eine die Arbeit, die dort auf einen wartet, aber es ist am Ende auch eine angenehme und gute Erfahrung in der Gemeinschaft. Und gerade auch auf den Klausurtagungen, wo man neben dem Ernst der KV-Tätigkeit auch durchaus freudige Sachen dann am Abend hat, wo man gemeinsam beisammen saß. Insofern hat es die ganze Zeit Spaß gemacht. Man braucht vor der Arbeit keine Angst zu haben, wenn man neu dazukommt. Man findet Unterstützung bei denen, die vielleicht schon längere Zeit dabei sind. Und wenn man dann selbst einige Zeit dort mit tätig gewesen ist, dann merkt man auch von alleine, dass es einem gar nicht schwerfällt, mit seinen Gedanken sich dort einzubringen. Sehr schön, Dankeschön. Gut. Ute, wo hast denn du in deiner Zeit im KV irgendwie eine Veränderung in der Gemeinde gespürt? War da was? Also, dass du sagst, okay, da konnte ich Einfluss drauf nehmen oder das hat sich verändert und das haben wir gemacht? Also ich bin ja schon sehr viele Jahre dabei und wir haben ganz am Anfang einen Besuchsdienst eingerichtet für unsere älteren Gemeindemitglieder. Die werden zum Geburtstagsbesuch. Und also mir war es immer wichtig, dass die Gemeindearbeit läuft, dass Gottesdienste, neue Gottesdienste formen. Na, da gibt es den Kraftwortgottesdienst und Campus gibt es Gottesdienst. Auch die einzelnen Gemeindekreise, die engagieren sich sehr stark, bis zum Ehepaarkreis zum Beispiel. Also es ist eigentlich für alle Altersgruppen was da. Und das jetzt auch mit aktiv zu gestalten, auch im Kirchenvorstand, natürlich geht es auch um Bau und um Finanzen und so, aber es ist auch irgendwo interessant. Also mir würde was fehlen, wenn ich es nicht hätte. Und deswegen würde ich auch Mut machen, dort mitzumachen und ja, sich mit einzubringen. Das klingt sehr schön. Danke. Okay, aber was ist denn jetzt nun genau dieser Kirchenvorstand? Der Kirchenvorstand ist der rechtliche Vertreter der Kirchgemeinde. Und deswegen ist er für alle Verträge verantwortlich, die er zu beschließen hat und darüber zu beraten hat. Also im Fall werden sie ausformuliert und der Kirchenvorstand muss aber sagen, was er darin haben möchte und was nicht. Und natürlich dann auch Verträge zu beschließen hat, zum Beispiel Verträge mit Grundstückspächtern. Die Kirchgemeinde hat ganz unterschiedliche Grundstücke und die werden von Personen gepachtet. Und da ist der Kirchenvorstand derjenige, der die Entscheidung hat, wer kriegt dieses Grundstück und was soll auf diesem Grundstück überhaupt passieren, was wird mit diesem Grundstück gemacht. Und wenn zum Beispiel jemand eine Wasserleitung über ein kirchliches Grundstück legen möchte, muss der Kirchenvorstand darüber entscheiden.
Und ansonsten kümmert er sich noch um Projekte oder Wünsche oder Anliegen, die die Kirchgemeinde hat und versucht, die umzusetzen oder zumindest den Rahmen dafür zu schaffen. Wie zum Beispiel? Also 2014 hat unser Archivprojekt begonnen und das lief 5 Jahre lang. Und 4 Jahre lang haben wir Unterstützung von der Landeskirche bekommen und dann hat der Kirchenvorstand erst das Projekt natürlich angefangen und dann hat der Kirchenvorstand entschieden, noch aus eigenen Mitteln das fortzuführen, damit in unseren Kapellen hier in der St. Johanneskirche Ordnung herrscht und man sich über die Geschichte in unserer Kirche informieren kann, was Kirchvorsteher vor einigen Jahren und vor etlichen Jahren entschieden haben und wer sich taufen lassen hat und so weiter und so fort. So, jetzt wisst ihr hoffentlich ein bisschen besser Bescheid. Am 13. September sind die Wahlen, allerdings müsst ihr euch schon bis zum 12. Juni angemeldet haben und weitere Informationen findet ihr auf kirche-lösnitz.de.